Es ist kaum zu übersehen, dass sich hier in der Naturkäserei Tegernseer Land die gute Laune und der gute Appetit einstellig eingeben. Für diese Harmonie sorgen nicht nur die landschaftlichen Schönheiten rundum, sondern wie in unserem Fall die Spezialitäten des Hauses. Ihre Entstehungsgeschichte erzählt der folgende Film. Dass man hier auf vielen Weideflächen wirklich den glücklichen Kühen begegnet, steht in Verbindung mit dem obersten Gebot der Naturkäserei Tegernseer Land. Genuss auf hohem Niveau. Ein Ziel, das man sich nicht nur für das Wohlbefinden der Gäste vorgenommen hat. Denn dieser gute Vorsatz wird bereits bei der Ernährung der Tiere in die Tat umgesetzt. Das Grundfutter für Milchkühe und Jungvieh besteht in den Sommermonaten ausschließlich aus frischem Gras. Im Winter gibt es wohlschmeckendes Heu. Kraftfutter kommt nur in geringen Mengen zum Einsatz. Und auf Silage bzw. Gärfutter wird bewusst verzichtet. Besondere Düngevorschriften und eine schonende Bewirtschaftung garantieren den Wuchs von Gräsern und Kräutern in Hülle und Fülle. Auf gar keinen Fall wird das frisch gemähte Gras tagelang irgendwelchen Wetterkapriolen ausgesetzt. Auch die Unruhe durch allzu häufiges Wenden wird ihm erspart. Dadurch bleiben wichtige Nährstoffe und Blätter erhalten. Mit einer Restfeuchte von etwa 50% kann das Heu bereits innerhalb von einem bis eineinhalb Tagen eingefahren werden. Beim sogenannten Kondensationsverfahren sorgt eine spezielle Belüftungsanlage für geringen Nährstoffverlust und somit für hochwertiges Futter. Dank der maschinellen Heutrocknung innerhalb von 3 Tagen wird vor allem während der Regenzeit eine Schimmelbildung vermieden. Getrocknetes Gras ist das gesündeste Futter für die Milchkühe. Das gibt ein gutes Heu. Das riecht gut. Ja, gut, ja, genau. 21 Milchbauern des Tegernseer Tals haben sich vor noch nicht allzu langer Zeit unter dem Namen Naturkäserei Tegernseer Land EG zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen. Ihr Ziel ist es, Einheimischen und Urlaubern sowie dem Einzelhandel und der Gastronomie den direkten Zugang zu hochwertigen Qualitätsprodukten aus der Region zu vermitteln. Genauso wie es uns Menschen in einem gut gepflegten Gasthaus gut schmeckt, fühlen sich auch die Kühe in einem gut gepflegten Stall am wohlsten. Nicht zu vergessen die Streicheleinheiten. Die gepressten Graspellets sind nicht nur eine hochwertige Nahrungsergänzung, sondern auch ein besonders beliebtes Schmankerl. Und was die Sauberkeit betrifft, so gilt hier die oberste Stufe für alles im Stall. Sowohl für das Vieh wie auch für die gesamte Technik. So, und ab jetzt widmen wir uns einem der wichtigsten Objekte unseres Films, nämlich dem wertvollsten und gesündesten Lebensmittel, welches uns die Kühe Tag für Tag liefern: Milch. In früheren Zeiten haben Kühe etwa 8 Kilogramm Milch pro Tag gegeben. In der heutigen Zeit allerdings kommt eine Milchkuh täglich auf ca. 19 Kilogramm. Das bedeutet so an die 7000 Liter im Jahr. Schon nach kurzer Zeit wird die Rohmilch aus dem Sammelbehälter in den Transporter gepumpt. In die Tanks dieser Spezialfahrzeuge gelangt nur die Milch jener landwirtschaftlichen Heumilchbetriebe, die dem Verbund der Naturkäserei Tegernseer Land angehören. Eine perfekte Hygiene schließt natürlich auch eine tägliche Reinigung und Desinfektion der gesamten Anlage und aller Gerätschaften mit ein. Wer schafft, braucht Kraft. Und so marschieren unsere Kühe wieder hinaus auf die Weide für einen Tag. Und das bei jedem Wetter. Gesunde Milch von gesunden Kühen. Eine vorbildliche Tierhaltung und Ernährung sind dafür entscheidend.
Die Heumilch erreicht hier am Reißenbichelweg auf dem Gemeindegebiet von Kreuth direkt an der Bundesstraße ihre vorläufige Endstation, die Naturkäserei Tegernseer Land. Eingeweiht und offiziell eröffnet am 18. September 2010. Auf einer Betriebsfläche von ca. 750 Quadratmetern werden im Laufe eines Jahres etwa 10 verschiedene Käsesorten produziert. Hinzu kommen Topfen und Joghurt aus Heumilch. Circa 5000 Liter fließen jeden Tag in diesen Kupferkessel. Um eine einwandfreie bakteriologische Beschaffenheit zu gewährleisten, werden der Milch täglich Proben entnommen und im Labor analysiert. Der Rohmilch werden je nach Käsesorte verschiedene Kulturen beigegeben. Die Klimasteuerung überwacht laufend die unterschiedlichen Temperaturen und die jeweils benötigte Luftfeuchtigkeit in allen Abteilungen. Unumgänglich ist auch die Dokumentation des Produktionsablaufes. Für die Gerinnung der Rohmilch wird ihr Lab aus Enzymen des Kälbermagens beigegeben. Nun werden die Werkzeuge des Rührwerks ausgehängt und durch die Schneidemesser der sogenannten Käseharfe ersetzt. Die Käseharfe hat die Aufgabe, die Galerte, also die elastische Masse, zu der die Milch inzwischen geworden ist, in winzige Stücke, den Käsebruch, zu zerschneiden. Hier prüft der Käsemeister den Gerinnungsgrad der Galerte, eine wichtige Entscheidung für den weiteren Verlauf der Produktion. Auch den zeitlichen Ablauf des Schneidens bestimmt der Käsemeister. Das heißt, trotz modernster Technik und elektronischer Messgeräte sind Fingerspitzengefühl und die Erfahrung eines Fachmanns ein unverzichtbarer Faktor bei der Herstellung von Heumilchkäse. Die Dauer des Rührens, die Größe und Konsistenz des Bruchs sowie die Temperatur bestimmen die jeweiligen Käsesorten. Hier sehen wir den Käsemeister beim Einrichten der Formen in das Presswerk. Für jede Käsesorte gibt es eine spezielle Größe. Das zum Beispiel sind die Formen für den Wallberger Natur. Über eine Rohrleitung wird der Bruch aus dem Kessel in die Formen der Käsepresse gepumpt. Mit hohem Druck wird nun die Molke aus der Trockenmasse gepresst. Ständige Kontrollen und Messungen sind an der Tagesordnung, wie hier die Feststellung des pH-Wertes. Das genau. Die inzwischen kompakten und festen Laibe werden nun aus ihrer Form genommen, gekennzeichnet und für das Bad in der Salzlake vorbereitet. Im Salzbad wird die Bildung der Rinde eingeleitet. Dabei gelangt auch Salz in den Käse und trägt so zur Geschmacksbildung mit bei. Ähnlich wie im menschlichen Leben hat auch beim Käse die Zeit der Reife einen wesentlichen Einfluss auf Charakter und Qualität. Damit sich das sortentypische Aroma entwickeln kann, ist eine Reifezeit von Tagen, Wochen und Monaten erforderlich. Einen räumlichen Eindruck vom Reifekeller erhalten unsere Besucher bei einem Blick durch das Fenster im Hintergrund. Bewegt werden die Laibe während dieser Zeit für den Vorgang des Schmierens mit Salzwasser bzw. Rotschmiere. Durch mehrmalige Behandlung mit Salzwasser entsteht die trockene und harte Käserinde.
Die Rotschmiere hingegen sorgt für einen wachsartigen und halbweichen Zustand der Rinde. Ihre Luftdurchlässigkeit bietet dem Laib die Voraussetzung, optimal reifen zu können. An den einerseits kräftigen, andererseits noch etwas blassen Farbtönen kann man deutlich die unterschiedliche Dauer der Reifung erkennen. So an die 40 Tonnen Käse lagern in den Räumen bei einer Temperatur von 10 bis 14 Grad und 96% Luftfeuchtigkeit. Weitaus weniger Zeit nimmt die Produktion und Reifung anderer Käsesorten in Anspruch, wie etwa beim Weichkäse. Der Weichkäse, wie hier der Camembert, liegt ca. 40 Minuten in der Lake. Bei der Lagerung gilt es, bestimmte Vorgaben nicht zu übersehen, wie etwa die Regel, dass Käse mit Rotschmiere und Weißschimmelkäse getrennt gelagert werden müssen. Sobald sich der Käse in dieser Abteilung befindet, ist der Produktionsablauf beendet. Wir sind im Logistikzentrum der Käserei. Hier werden sämtliche Sorten verpackt, etikettiert, kommissioniert und für den Vertrieb und die Auslieferung vorbereitet. Je nach Auftrag gehen die Produkte, wie anfangs schon erwähnt, zu den Lebensmittel- und Einzelhändlern sowie in die Gastronomie und Hotellerie. Was das Geschmackserlebnis gleich an Ort und Stelle betrifft, so sind die Besucher unserer Naturkäserei dazu herzlich eingeladen. Sie können im Probierstüberl die Käseschmankerl ihrer ganz persönlichen Prüfung unterziehen und im hauseigenen Laden erwerben. Bei der Auswahl ist unser freundliches Fachpersonal natürlich gerne behilflich, denn die Palette mit verführerischen Angeboten ist überaus reichhaltig. Wer Zeit hat für eine gemütliche Käsebrotzeit, der sollte im Freien Platz nehmen. Inmitten der Tegernseer Landschaft herrscht bei freundlichem Wetter auf der Sonnenterrasse auch ganz schnell eine freundliche Stimmung unter den Einheimischen und Feriengästen, den Wanderern, den Radlfahrern und Spaziergängern. Ja, und da die Herstellung ganz spezieller Sorten saisonal bedingt ist, wie etwa die vom Quirinus Bockbierkäse, deshalb lohnt es sich im Laufe eines Jahres immer wieder mal bei uns vorbeizuschauen, um herauszufinden, ob es wieder ein neues Schmankerl gibt in der Naturkäserei Tegernseer Land.